Wir lassen ihn leicht schielen, oder Chat? Also schon in Ordnung, denke ich mal. Ich finde, es sieht schon sehr nach Revive aus, muss ich ehrlich sagen. Was steht vor meinem Haus? Was soll denn da stehen? Da steht nichts. Ey, ich weiß nicht, ob du mich damit abwählst, aber ich find's voll cool. Ich feier das. Oh nein. Was ist das? Was heißt Witz? Ich bin ja jemand, der immer ein bisschen so nachdenkt und so. Was könnte man noch machen? Klar, wir können jetzt Pogwarts weiterbauen. Easy. Aber, passt auf, wir gehen rein. Ich muss ja da noch eine Geschichte fertig bauen. Wir haben hier Schmiedehaus, alles da, alles viel da. So, ich habe mir mal was gemacht. Ich habe mir eine Idee gemacht, Leute. Und zwar, Leute, gibt es ja einen YouTuber hier auf dem Server. Und zwar geht es um diesen Mann hier. Oder du Twimax hier. Ich habe mir jetzt lange Gedanken gemacht, meine Freunde. Ich habe da noch eine Aufgabe übrig. Ich mache das Bild gleich weg, keine Sorge. Wir haben ja trotzdem da noch eine Aufgabe, die wir machen müssen. Und ich dachte mir, Leute, nee, wisst ihr was? Bevor wir jetzt hier das Haus ganz normal fertig bauen und Pogwarts, da müssen wir die Tage eh nochmal ein großes Meeting halten, macht gerade keinen Sinn. Aber dieses Haus hier, meine Freunde, das hat ja was, ne? So, und ich habe mir überlegt, Leute, wisst ihr, was geil wäre? Wenn man einfach hingehen würde, ja? Und hier vorne einen riesigen IRL Vive, also quasi genau diesen Mann hier, ja? Einfach ein bisschen eine Karikatur von Revive hier hinbaut. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ein paar Mats. Ihr wisst ja, dass ich damals diesen geilen Trimax-Skin gebaut habe. Und meine Idee ist, dass Revive einfach hier riesig in der Landschaft steht. Aber natürlich, Leute, machen wir das nicht so, wie Revive das gefallen würde. Wir bauen jetzt keinen Revive, der unglaublich gut aussieht oder so. Nee, wir bauen einen Revive, der, sag ich mal, anders aussieht. Anders als normalerweise. Wir bauen einen Revive, meine Freunde, der, wie gesagt, ein wenig anders proportioniert ist. Realitätsgetreu, trotzdem anders. Ich würde sagen, das ist schon mal für die Grundfläche. Ja, hier vorne noch ein bisschen mehr Platz. Eigentlich schon mal ganz gut. Ich glaube, die Fläche hier dürfte, ja, so gut wie ausreichend sein. So, passt mal auf. Ich hole kurz die Sachen und dann läuft der Hase. Ich bin mal gespannt, wie Lukas darauf reagiert. Also, ich habe ja hier damals auch Trimax gebaut, ne, diese Statue von ihm. Wir haben hier noch eine Menge von dem ganzen Kram hier drin. Black Terracotta brauchen wir. White Terracotta auf jeden Fall. Light Gray Terracotta nehmen wir auch mal mit. Also, ich glaube, die Grundfläche, die wir jetzt hier haben, ist soweit ausreichend, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall von dem weißen Terracotta einiges hier. Okay, gut. Wir fangen an, Leute. Wir fangen an mit dem Bauch. Der guckt ja raus. Also, wir bauen auf jeden Fall keine Beine, ne? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wir fangen an mit dem Bauch. So, der Bauch, der schaut ja quasi da so raus, ne? So, das ist natürlich jetzt halt so ein bisschen Organic Building hier. Das ist immer sehr schwierig, Leute, sowas zu bauen. Finde ich persönlich schon ganz geil. Jetzt kann halt hier das T-Shirt ansetzen, was halt sehr, sehr, klar, eng ist, ne? Man sieht's, Leute, also der Bauch, der schaut hier so ein bisschen raus halt, ne? Man sieht ja schon, da ist auf jeden Fall ein bisschen was im Argen. Das passt aber soweit. Das T-Shirt ist halt, wie gesagt, ein bisschen zu klein. Und dementsprechend hängt das halt so ein bisschen raus, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen wie Masterbuild das eigentlich, ne? Organics zu bauen, finde ich immer sehr schwer, muss ich sagen. Also das ist auf jeden Fall schon mal so jetzt die ungefähre Körperform, die wir haben. Okay, das ist doch ziemlich groß, aber ich glaube, das ist YouTube machbar. Wer bist du? Lass es. Aber sieht doch schon mal bis jetzt ganz gut aus, oder Chat? Was meint ihr? Wieso baust du ihn so dünn? Also, Digga, der Bauch hängt schon ordentlich raus, wa? Ich glaube nicht, dass das dünn ist, Digga. Gut, wir schauen uns mal das Originalfoto an. Ich weiß nicht, erschrecken heute, da steht irgendwie Revive oder sowas drauf. Und irgendwie ist es immer das Bild. Ich weiß nicht, Lukas hat sich selber schon darüber voll beschwert, dass Leute immer dieses Bild von ihm benutzen. Genau aus dem Grund nutzen wir das jetzt auch. Geil! Hey, Basti. Hi, Remi. Okay, Basti, pass auf, ich habe wirklich keine Zeit jetzt für irgendein weirdes Roleplay oder so, ja? Ich brauche von dir super viel schwarzen Clay und würde dich dafür bezahlen. Komm jetzt bitte nicht mit irgendeinem abstrus unmöglichen Preis, ja? Wenn schwarzen du Bock hast. Clay, warte mal, das ist nicht Terracotta. Doch, Black Terracotta brauche ich. Also Black Terracotta, das heißt, ich farme dieses normale und färb's mit Tintensäcke. Richtig, genau. Schwarz. Genau. Okay, ja, können wir machen. 10 Diamanten. Ist es so okay? Für was? Für 10 Stacks. 12 Diamanten für 15 Stacks. 12 Diamanten für 15 Stacks. Okay, ohne lang da jetzt rumzumachen. Machen wir so, Revi. Geiler Mann. Ja? Okay, Leute, das sieht aber schon mal ganz clean aus mit dem heraushängenden Bauch und so. Fühle ich doch sehr. Der ist auf jeden Fall deutlich höher als das Haus an sich. Und das ist gut. Ne, ich wollte ihm entweder, Leute, einen Döner in die Hand geben oder irgendwie so ein Eis oder sowas in die Hand bauen. Wisst ihr, was ich meine? Was so runtertropft. Ich gehe gleich direkt weiterfahren, ja? Geil. Sehr, sehr geil. Gut, wir haben jetzt erstmal 3 Stacks, damit kommen wir erstmal ein bisschen hin, glaube ich. Danke dir, Basti. Achtung, nicht erschrecken, Chat. Okay, das ist ein V-Ausschnitt-Shirt, das heißt, das machen wir dann so. So, dann ist das hier der Hals. Klar, der geht nach hinten hin. Bisschen größer noch der Hals, so. Und dann kommt da ein wirklich richtig riesiger Kopf drauf. Wichtig ist halt auch, dass der Kopf direkt anliegt am Hals, ne? Ja, das ist alles Hals, genau. Und jetzt kommt da der Kopf drauf, so. Und in dem müssen wir jetzt mal uns wirklich Gedanken machen, ach, Digga, Mann. Wie wir den jetzt formen. Eine ziemliche fleischige Birne hier, der Boy. Finde ich ganz geil. Das ist jetzt unsere ungefähre Kopfform. Hier ist der Hinterkopf. Also, Leute, versteht mich nicht falsch. Es wird am Ende nicht gut aussehen, aber das ist das Ziel, ne? Also, es soll am Ende nur erkennbar sein, dass er es ist und er soll sich davon absolut beleidigt fühlen. Das ist das Ziel des Ganzen, ne? Es
geht nicht darum, hier irgendwas hinzubauen, was jetzt irgendwie Evive großartig glücklich macht oder so. Nee, es geht eigentlich nur wieder darum, ihn zum wiederholten Male bloßzustellen und zu beleidigen. Das ist ja ganz klar. Ja, das sieht doch super aus, Leute. Die Schulter nach rechts, die muss noch ein bisschen was geändert werden. Der Kopf nach unten, wie gesagt. Das Kinn muss da ein bisschen noch geändert werden. Aber so an sich, ja, kann ich damit sehr gut arbeiten. Bin ich zufrieden mit. So, okay. Grundform steht. Ein Gehirn kommt natürlich auch rein. Das wird super klein werden. Klares Ding. Ja gut, der Kopf ist halt jetzt sehr, sehr klein geworden im Vergleich zum restlichen Körper. Das ist ja bei vielen Vives so, ne? Dass die halt dann so, sag ich mal. Hauptsache, der sieht nach vorne hin gut aus. Geil. Der Kopf hat eine gute Shape. Wir lassen ihn leicht schielen, oder Chat? Das ist schon in Ordnung, denke ich mal. Aber ich finde, es sieht schon sehr nach Vive aus, muss ich ehrlich sagen. Jetzt noch die Haare dazu, oder Basti? Ja, jetzt machen wir die Haare. Arme auf dem Skelett zu bauen, ist unglaublich schwer, finde ich. Aber ich finde ihn ganz geil. Er greift so auf sein Haus. Ja, das finde ich ganz nice. Und wenn wir den jetzt komplett mit TNT füllen, die Frisur sitzt. Jetzt müssen wir noch die Ohren, die fehlen noch. Basti, hast du hautfarbenen Clay zufällig noch irgendwo? Ja, hab ich gerade am Start. Wenn ich jetzt das letzte Block gesetzt habe, bin ich 3, 2, 1. Fertig. Ich bin fertig. Ich hab's geschafft. Geil. Du hast gesagt, du willst, dass man auf seinen Nippel drückt und dann explodiert. Genau. Ich glaube, ich baue ihm aber jetzt noch, das habe ich jetzt. Also ich baue ihm noch ein Eis in die Hand. Vive? Jo. Was geht, Lukas? Alles gut bei dir? Yes, bei dir. Ja, du, ich hab dein Haus in Kraftwerk fertig gebaut. Da gehe ich gleich mal gucken, oder? Ich hab noch was dazu gebaut. Ich komm jetzt gucken. Komm mal zu uns in den Discord am besten. Lukas, was ist dein Lieblingseis? Bis Wochenende. Gleich. Welches Eis ist dein Lieblingseis? Schoko. Schoko, alles klar. Vanille magst du auch? Ja. Okay, Subi, bis gleich. Basti, hast du den Nippel platziert? Was? Nein, der Nippel? Was? Schoko hast du gesagt, ja. Ne, Lukas? Ja. Schoko-Eis, ja, fühle ich. So. Wo bist denn du? Moin. Wo Na? Bin ich? Achso, ja. Hier. Achso, moin. Flieg mal nach gegenüber, Bro. Bin in meinem Haus. Was steht vor meinem Haus? Was soll denn da stehen? Da steht nichts. Na klar, steht hier was. Nein, ist nicht. Was? Was ist das? Hä, was ist was? Keine Ahnung. Wer soll das sein? Das bist Trump? Du. Das bist du. Das soll Trump sein. Das bist du. Guck mal, das bist du mit deinem Vive-Shirt und siehst du, wie dein Bauch rausguckt und du hast sogar ein Eis in der Hand, weil du fett bist. Guck mal. Schau mal hier unten. Guck mal, das T-Shirt ist dir viel zu klein. Dein Bauch schaut sogar raus. Das ist doch cool, oder? Digga, hab ich in einer Stunde gebaut. Hä, warum investierst du dann für sowas Zeit? Das ist ja übelst los. Warum? Das Lost ist doch mega geil. Hä, und wo sind meine Beine? Ja, die Beine sind im, du bist eingesunken, weil du zu fett bist. Nice. Und dass im Pool kein Wasser ist, ist normal, oder? Ja. Also komm mal, flieg mal hier rüber zu mir. Du musst dir mal den Bauch anschauen, Digga. Ich stehe genau am Bauch. Oh, guck mal, siehst du, wie zu klein das T-Shirt ist? Aber warte mal, ich muss hier noch ganz was ändern mit den Zähnen, das bin ich noch nicht so ich ganz. Ich weiß nicht, ob du mich damit abfangen willst, aber ich find's voll cool, ich feier das voll. Ja, ich weiß. Ich will die Zähne aber so besser, guck mal. Ich bin noch nicht ganz fertig, du sollst halt in dein Haus reinkotzen eigentlich. Das machen wir jetzt noch. Siehst du das Eis in der rechten Hand, was du da hast? Ja. Lecky, ja, oder? Sieht sehr schmackhaft aus. Ja, ich wollte dir halt einfach ein bisschen Motivation geben, dass du halt ein bisschen was abnimmst, ne? Ah ja. Ja. Also, aber warum? Ey, warum hat das Eis so viele verschiedene Farben? Na, ist alles drin. Schoko, Vanille, Himbeertraum. So arrogant, man glaubt es kaum. Ja, und wir haben jetzt hier noch. Basti, drück mal den Knopf. Wenn jetzt alles in die Luft fliegt. Ich drück den Knopf. Oh Gott, nein. Basti, das war jetzt ein Witz eigentlich mit dem Knopf, ne? Eigentlich sollst du es nicht machen. Ja. Oh nein. Basti. Was war das Witz? Das war jetzt. Du sollst den Knopf drücken! Das war ein Witz, du Basti. Du hast gesagt, ich soll den Knopf drücken. Ja, aber nicht den Knopf, Bro. Ist doch gar nicht schlimm, jetzt einfach nur der fette Typ weg und mein Haus steht noch. Nice, danke, Jungs. Gerne. Du hast gesagt, ich soll den Knopf drücken. Gut, ich lasse es jetzt einfach so stehen, Lukas. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, ich meine, das Haus steht ja noch, deswegen vielen Dank. Ja, den fetten Typen kannst du ja dann behalten. Und dann kann ich einfach Tobi holen, der baut ihn wieder weg. Richtig, ey, warte genau. Mal, aber die ganze Insel hier hinten ist weg. Super, Lukas. Dann an der Stelle, ich muss los. Ich habe nämlich jetzt so ein anderes Spiel, was ich zocken werde. Ey, mach die Insel noch richtig. Ich bin jetzt leider raus. 1932 wollte ich mit CraftTech aufgehört haben. Jo, dann deshalb, sehen wir morgen in deinem Haus. Du hast Hausverbot bei mir, Spark. Bitte nimm das zum Protokoll, dass Lukas mein Haus nicht betreten darf. Du hattest auch Hausverbot. Mach's gut, hau rein und ciao.